und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs, der vierte Mittwoch im November, wenn ich mich nicht verzählt habe, das Kartenthema. Die Adventszeit steht an, Weihnachten dann auch kurz darauf und für mich so die Form, die so genau diese Zeit am meisten widerspiegelt, sind für mich Sterne. Und aus dem Grunde ist das Kartenthema diesmal ganz kurz und einfach Sterne. Natürlich habe ich für euch auch eine Karte vorbereitet. Die Karte habe ich auch vergangene Woche beim Stempelabend gezeigt. Jetzt kriegt keinen Schreck. Ich habe den Spritzer ein bisschen überdimensioniert. So sollte das eigentlich gar nicht aussehen. Das ist die Glanzfarbe in Kupfer aufgesprüht. Ist nicht so effektiv geworden. Ich lasse euch die Karte jetzt trotzdem sehen. Ich habe hier mit dem Stempelset Sternenglanz den Stempel des verzierten Sterns hier. Den habe ich in Versamark aufgestempelt, habe ihn mit Embossingpulver in Kupfer embossed. Und hier unten dann auch nochmal den Schriftzug, frohe Feiertage, ebenfalls in Kupfer embossed. Naja, und dann ist es mit mir durchgegangen oder mit dem Spritzer, egal. Ja, ist ein bisschen viel geworden. Und dann habe ich gedacht, so kannst du das nicht lassen. Habe ich die Karte also nochmal gemacht. Und so finde ich es dann doch ein bisschen charmanter. Hier ist es die Glanzfarbe in Champagnernebel. Die habe ich mit Isopropanol verdünnt und aufgespritzt. Das ist ganz feiner Glanz. Die ganzen Sterne sind aus Metallicfolie in Kupfer ausgestanzt. Und auch hier habe ich den Stern und den Schriftzug in Kupfer embossed. Den Stern, den habe ich von der Rückseite, also der ist ausgestanzt mit den bestickten Sternen. Ihr habt euch das sicher schon gedacht. Da haben wir an der Seite auch wieder die feinen Nähte. Das sieht man hier an der Außenkante auch. Und dann habe ich den Stern, den ausgestanzten Stern, jeweils von der Spitze bis zur gegenseitigen, von der Spitze bis zur gegenseitigen Einmündung gefalzt und die einzelnen Zacken dann geknickt. Und so ist dieser doch sehr erhabene Stern entstanden. Und damit er auch diese Höhe beibehält, habe ich den mit Dimensionals unterklebt. Ich habe, man kann entweder in die Zacken zwei übereinander geklebte kleine Dimensionals kleben, also an alle fünf, oder in die Mitte vier bis fünf übereinander gestapelte große Dimensionals und dann erhält man also diesen erhabenen Stern. Das wollte ich euch zeigen, aber ihr müsst ja nicht diese Karte nachmachen, sondern ihr macht mir eine Karte und schickt die mir dann auch tatsächlich per Post zu zum Thema Sterne. Alle Einsendungen, die noch bis zum 30. November hier sind, die kommen in die Novemberverlosung. In der Novemberverlosung gibt es 4 Stampin' Blends, 2 in den Osterglockentönen und 2 in den Fliedertönen. Alle Karten, die dann halt nach dem 30. November bei mir eintrudeln, die landen in der Dezemberverlosung. Nächste Woche verlose ich dann die besagten 4 Stampin' Blends. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Überlegen und beim Kreativsein zum Thema Sterne. Meine Adresse, an die ihr dann die Karte bitte schickt, die blende ich jetzt ein und die steht auch wie immer in der Infobox und auf meinem Blog Stempeln in Aachen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Da ist dann direkt der erste Advent drin. Habt einen schönen ersten Advent und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss! Yeah.